Herzlich willkommen auf der CMT 2023, dem Start in die Campersaison 2023. Nach einer kurzen Pause geht's hier wieder los und wir zeigen euch unsere Highlights der Messe. Und mein persönliches Highlight der Messe, das steht hier. Das ist der neue Rubeta Adonis und den zeige ich euch jetzt mal im Detail. Was mir bei dem Adonis total gut gefällt, das sind die zwei Einzelsitze in richtig schönem Leder und auch das Badezimmer. Denn wir haben hier so eine schöne Waschschale, das sieht sehr, sehr hochwertig aus, sehr, sehr edel. Mein Top der Messe. Wir sind hier auf dem Stand von Hobby und das ist definitiv mein Highlight. Der Hobby Maxia 595 KML und das hat auch einen ganz besonderen Grund. Ich habe nämlich mehrere Freunde, die haben erst das erste Kind bekommen, dann das zweite Kind bekommen und einige davon auch noch das dritte Kind bekommen. Die haben natürlich keine Lust, sich ständig einen neuen Caravan zu kaufen oder sich entscheiden zu müssen. Hobby hat dafür eine richtig tolle Lösung entwickelt und zwar ein modulares Bettsystem, wo du ein Bett bauen kannst, ein zweites Bett oder auch ein drittes Bett. Wenn du Bett Nummer 2 oder 3 einfach nicht mehr brauchst, kann man die auch wieder ausbauen und zum Beispiel eine Sitzgruppe da unten bauen, einen Tisch einhängen oder auch eine kleine Spielwiese bauen. Das ist ein wirklich praktisches System, das ich so noch nie in irgendeinem Caravan gesehen habe. Klasse! Mein Messe-Highlight ist der neue Concorde Credo 790 MI. Er ist mit 8 Metern Länge nur ein bisschen größer als ein normaler Vollintegrierter, ist aber ein richtiger Liner, dadurch, dass der Laufboden komplett über Motor und Getriebe hochgelegt ist und auch das Armaturenbrett ist weit nach vorne an die große Frontscheibe gerückt. Beifahrer und Fahrersitz sind etwas weiter auseinander und dadurch hat man hier viel mehr Bewegungsfreiheit. Zusätzlich lässt sich auch noch das Lenkrad abnehmen und man hat viel mehr Platz als in einem normalen Integrierten. Ihr wisst, ich bin der Elektromobilität sehr zugetan und deshalb steht dieses Dachzelt von Campwerk auf diesem ID.Buzz eigentlich stellvertretend für mich für die ersten Ausbauten für diesen ID.Buzz. Die ersten Dachzelte, die ersten Boxen, Campingboxen, die es dafür gibt, sogar die ersten Anhänger, die hier schon auf dieser Messe stehen. Klar, Campen mit einem Elektroauto entschleunigt so ein bisschen, aber ganz ehrlich, das ist doch auch der Sinn von Camping, oder? Der aus dem Alltag entfliehen, ein bisschen entschleunigen. Das war mein Top. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns doch gerne ein Abo und ein Like da und wir sehen uns auf der nächsten Messe, sicherlich dann in Düsseldorf. Bis dann.